nur die Frage, ob es alle hochschaffen. Ich nehme die Sache in die Hand. So, ja. Was heißt da noch am Möben? Ja, was ich auch ein bisschen schade am ersten Teil finde, was sie dann auch im zweiten besser gemacht haben, ist das Aussprechen der Zauber. Sie haben nämlich pro Charakter nur ein paar Standardphrasen genommen, die dann zufällig beim Zaubersprechen ausgewählt werden. Also jetzt hier im ersten Teil. Im zweiten Teil haben sie wirklich für jeden Zauber den Spruch komplett aufgenommen, wie er gesprochen gehört. Oh, hier sind auch noch genug Amulette. Na klar, Candidus, alle mal hergehört. Zum Angriff. Hier sollte eigentlich der letzte Teil der Statue sein, den wir jetzt eigentlich schon haben. Folgt mir, Arquartus. Und ja, die Amöbe, die stellt sich mal wieder stur. Was das Sterben angeht. Alles klar, Candidus. Wie gesagt, so eine Amöbe hat auch 100 Lebensenergie. Was nicht zu verachten ist. Vergebtes Tagebuch? Das Tagebuch des ehemaligen Tempelvorstehers des Sinde-Tempel. Ein interessanter Eintrag am Tag, als der Tempel brannte. Sie kamen, während wir uns im Abendgebet befanden. Bruder Leonard und ich konnten gerade noch die Teile der Umbrakor-Statue in die Krypta tragen, als über uns der Tempel in Flammen aufging. All das Wissen ist verloren, doch die Heiligtümer wurden gerettet. Dann folgt eine unleserliche Stelle. Sie waren seltsam tätowiert und ihre Anführerin war die grässlichste Frau, die ich in all meinen 54 Götterläufen begegnet bin. Hütet euch vor, der Rest des Textes ist vergilbt und unleserlich. Also ja, machen wir den Steinsack, können wir wenigstens wieder zumachen. Möbel ist auch erledigt. Alles klar. Gut. Ja, wie gesagt, das ist der leere Sockel. Von dem haben wir bereits die
Haben wir das Teil der Statue unten gefunden, in den Höhlen. Ach, noch eine Möbel. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Erdrutsch hier. Ja. Wir können wahrscheinlich uns hier durch die Amöben durchkämpfen, wieder nach ganz oben. Und die andere Tür nehmen. Gute Entscheidung. Ha! Lass das mal vor. Für Ardo. Candidus. Ja, wie gesagt, das Schöne ist am Möbel bringen, dadurch, dass sie einen Haufen Zeug mit sich rumschleppen. Ja, weil am Möbel sind eigentlich nur lebendiger Schlick. Daher auch der Gestank. Kurkum! Ich versuch mein Bestes. Okay, die ist schon tot. Arquartus. Da hinten läuft noch eine. Alle mal hergehört. Lass das mal vorgehen. Mehr Silberringe und rostige Streitkolben. Langsam haben wir echt eine Sammlung, die wir verkaufen können. Zwei Pfeile für Volana. Die hätte sie mittlerweile auch schon leer geschossen. Alle mal hergehört. Zum Angriff. Meint ihr? Für Ardo. Folgt mir, Sari. Da hinten ist noch eine Amöbe, okay. Arquartus. Na klar. Da drüben sehe ich noch meine Amöbe. Das bin ich. Nach Männer und Silberringe. Das heißt erstmal hier rüber mit den beiden Sachen und ja. Die haben wir geplündert. Da war noch eine Amöbe drin. Ich glaube, dann geht's darum nach oben zurück. Hoffe ich jedenfalls mal. Amazone vor zum Angriff. Aufgepasst. Bei meiner Macht. Na klar. Arquartus. Wie gesagt, manche Amöben, die hat zum Beispiel nur 70 Lebensenergie. Wahrscheinlich, weil sie niedrigeres Level hat. Als andere, die anderen Amöben weiter unten gehabt haben.
Gott, und hier brennt es sogar. Sehe ich gerade. Also ja, das ist die Tür nach oben auf der anderen Seite. Und hier ist noch eine letzte Amöbe. Wie gesagt, Amöben haben viele Lebenspunkte. Das ist auch ihre einzige Stärke. Und das hier stinkt. So, noch ein Messer. Also wir haben viel zu verkaufen. So. Damit sind wir raus. Ja. Bibliothek, das haben wir abgeschlossen. Gruft haben wir abgeschlossen. Und die Höhlen haben wir auch abgeschlossen. So, das heißt... Jeder darf sich jetzt mal reinigen. Gute Entscheidung. Meint ihr? Ja, was mich echt daran denken lässt, dass ich mir noch Seife besorge. Aufgepasst! Folgt mir! So, können wir dem Novizen jetzt seinen Schlüssel vielleicht zurückgeben? Jetzt, wo wir fertig sind. Wo zum Henker habe ich das Buch nur hingetan? Oh, bei Hesinde, ihr seid ja immer noch da. Schleicht euch doch nicht so heran. Was wollt ihr? Ihr seht verwirrt aus. Kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Nun ja, ehrlich gesagt, naja, vielleicht ja. Ich soll für Meister Dorian ein Dokument finden, genauer gesagt das Buch Magica Luminosus. Doch bei Hesinde, ich finde es nicht. Wegen diesen Monstern mussten wir in alles schnell nach oben schaffen und nun ist alles durcheinander. Falls ihr doch so freundlich seid und ein Auge nach dem Opfer haltet, das wäre wirklich sehr zuvorkommend von euch. Ihr Verwandte suchen... Avanti sucht ganz verzweifelt nach einem Buch mit dem bedeutungsvollen Namen Magica Luminosus. Meister Dorian hat ihn beauftragt, es zu finden, was das scheint schwieriger ist, als es klingt. Ich werde die Augen offen halten, vielleicht fällt es mir ja irgendwo in die Hände. Wieder nichts. Das ist doch zum Haare raufen. Vielleicht ist es ja in der anderen Abteilung, wo er die ganze Zeit nicht nachguckt. Also hier irgendwo. Hier geht's nach unten. Nach unten wollen wir nicht.
Also natürlich, das Buch würde da unten rumliegen. Der sucht es hier oben verzweifelt. Also ja gut, ich könnte noch mal runtergehen, nach dem Buch gucken.